So Leute, willkommen zurück. Wie ihr seht, habe ich es fertig. Es war im Prinzip nicht so schwer. Ich habe mich dann wohl einfach nur zu doof angestellt. Egal. Laden. Wir machen weiter. Unendlich. Unbekannte Dimensionen. Ich bin allein. Nichts lebt. Kein Licht. Keine Wärme. Pakete. Hüllen bewegen sich durch das Dunkel. Ich habe Angst. Ich habe Angst. Laden. April. Sorry, ich esse gerade wieder was. April 2011. Weit sind wir noch gar nicht. Hallo, Konstantin Kundendienst. Sie sprechen mit Diana. Ich rufe an wegen Ihres HD-Kabelfernsehens. Da ist irgendeine Art Bild zwischen den Kanälen. Das ist komisch. Sind Sie sicher, dass es keiner der Pay-TV-Kanäle ist? Ich habe zu Hause auch nur das Standardpaket. Und manchmal kommen die anderen Kanäle durch, wenn mein Sohn Jimmy mit der Fernbedienung spielt. Wie alt ist Jimmy? 10 und zuckersüß. Danke der Nachfrage. Mein Paul ist 12. Aber nein, es ist nicht die Fernbedienung. Ich schalte von Kanal 172 auf 173. Aber stattdessen lande ich auf einem Kanal dazwischen. Ich sehe es mir gerade an. Irgendeine Art Menü. Klingt nach unserem TV-Guide. Wissen Sie, erst gestern hat Jimmy... Es ist nicht der TV-Guide. Da steht mein Nachname, der Name meines Sohns, eine Liste mit Dingen, die wir mögen, Kreditkartenkäufe, Darlehen, Reisen. Und dann, danach, kommt dieses Kauderwelsch über biometrische Muster und die optimale Wiederholungsfrequenz. Da ist so eine Art Herzmonitor. Und daneben steht drahtloses EEG und ARAS. Ich weiß nicht, was das zu bedeuten hat. Aber es sieht aus, als wäre Ihr Kabel so programmiert, dass es einen Einfluss auf unsere Körper hat. Nun, Sir, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Ich... Eine Sekunde, gerade kommt meine Vorgesetzte. Sie sagt, ich solle sie weiter verbinden. Einen schönen Tag mit Konstatik. Hallo? Ich wurde über Ihr Problem unterrichtet. Ein Techniker ist schon auf dem Weg. Danke, aber je mehr ich darüber nachdenke, desto mehr glaube ich, dass hier irgendetwas nicht stimmt. Unser Techniker sollte jede Minute da sein, Mr. Jameson. Kein Problem, ich... Daddy, da ist ein Fremder an der Tür. Er hämmert ganz doll dagegen. Einen guten Tag, Mr. Jameson. Laden. Nein, das hörte sich ja nicht so sehr nett an. Oh, du liebe Zeit. Okay. Laden. Ist da jemand? Hallo? Hallo? Laden. Quarantänezone. Ach ja. Obwohl Online-Spiele viele Leute von der Realität ablenken, sollten wir dafür sorgen, dass diese virtuellen Welten nicht zu utopisch werden. Die Menschen sollen den eigenen Misserfolg in der echten Welt schließlich nicht hinterfragen, oder? Noch eine? Oh, verdammt. Da. Noch? Eine. Dankeschön. Quarantäne aufgehoben. Okay, damit hätten wir auch Cluster 8. Schwere Geburt. Was haben wir denn jetzt?
Das Wunder liegt in der Aus. Aha. Interessant. Egal, wir haben sie endlich. Und wir geben uns jetzt zu dem Versteck von Romulus. Das kann ja wieder nichts werden. So. Ich hoffe, er kann sich hier jetzt irgendwo festhalten. Wunderbar. Sehr schön. Ja. Wunderbar. So. Noch. Okay. Dann dürfte es ein Krieg zu ihren Gunsten ist. Nun, zumindest die Nüchternen. Hier irgendwo sein. Ich gehe noch einmal ganz rum. Wahrscheinlich ist es oben auf dem Dach. Irgendwie, man würde da nicht umsonst so einen Aufzug hinpostieren. Oder hier. Ja. Was ist hier drin? Da ist es auch schon. Wunderbar. Okay, gucken wir mal, was uns dieses Mal erwartet. Die Rätsel von Romulus werden immer beschissener. Und wenn wir das haben, dann können wir ja auch schon direkt zu dem Goldenen gehen. Wo wir ja schon ganz zu Anfang waren. Wunderbar. Ja, das habe ich irgendwie immer noch nicht genutzt. Naja. Ja, können wir jetzt mal starten? Dankeschön. Der sechste Tag. Die alte Residenz des Papstes überfallen, um den Schrein des Romulus zu finden. Nicht mehr als ein Quadrat der Gesundheitsanzeige verlieren. Okay, Leute. Das vergessen wir jetzt schon mal ganz schnell. Darauf werde ich nicht achten. Auf gar keinen Fall. Ich bin an die lebensmüde. Ah, diese alte Basilika kommt mir so ein bisschen bekannt vor wie diese große Basilika aus Assassin's Creed 2, aber die soll bestimmt nicht daran erinnern. Hallo, da sind doch solche Dinger. Kannst du dich daran nicht festhalten? Spacko, ey. Sieht's hier mit aus? Auch nicht. Ah. Okay. Ja, ich glaube, ich muss da noch weiter hin. Gott, das sieht hier echt total baufällig aus. Mhm. Okay, hier geht's nicht weiter. Gott, ist das hier eine Sackgasse, eine Quatsch-Sackgasse. Labyrinth. Oh, Ezio. Was tust du da? Oh, 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 du bist echt so ein Spaten. Aber sowas von. Sag mal. Willst du mich verkohlen? So. Jetzt aber bitte, ne? Schön. Also, das gefällt mir hier schon jetzt nicht. Mm-mm. Oh Gott, oh Gott.
Okay. Also ich bin zumindest schon mal oben. Das ist schon mal gar nicht so schlecht. Dann kommen wir da auch gleich auf diese Kronleuchter. Musste ich hier hin? Okay, da sind die Kronleuchter, aber nein, wir müssen natürlich in die andere Richtung. Wir machen es natürlich schwerer. Oder? Doch nicht? War das eben doch schon die richtige Richtung? Ja, da sind wir hergekommen. Oh, okay. Ah, okay. Jetzt... Oh. Nun komme ich wieder hier hoch. Okay. Kommst du da ran? Wunderbar. Sehr schön. Oh Lord, ich wusste es. Haha, geil. Und schon haben wir unsere volle Synchronisation im Arsch. Egal, ich habe ja gesagt, ich achte sowieso nicht darauf. Also von daher, es dürfte jetzt uns jetzt auch nicht so das Bein brechen. Hilft mir das? Das hilft uns. Aha. Na, wenn du meinst. So. Wo muss ich jetzt hin? Scheinbar doch runter, ne? Ich mache hier mal einen kurzen Cut.